Einen wunderschönen Willkommen zur falschen Kamera. Sehe ich eigentlich gut aus? Mein Schreibtisch sieht in der Kamera noch staubiger aus, als er so als er in echt ist. Ich mal kurz gucken hier, wenn ich mal kurz mit dem Finger lang fahre. Ist da eine richtige Kante? Oh, Staub. Sauber. Ah, geil. Gut, erstmal. To-Do-Liste hatte ich abgearbeitet gehabt. Da stand nichts weiter drin. Genau. So. Das heißt, wir können jetzt. Vollkommen falsch. Wir können jetzt mit unserer Let's Play weitermachen. Vollbild. Nicht als Walker, sondern bitte als Ronix. So. Okay. Die Frage ist, wo, was haben wir gemacht? Achso, ist immer verstummt. So, jetzt nicht mehr. So, zuallererst gehst du mal aus hier. Danke. Hab jetzt zur Ruhe. Endlich. Das Ding ist auch aus. Sehr schön. Warum habe ich das Zeug im Inventar? Ach ja, wo ich ja hier vorhin gezeigt habe. Easy. Ich finde es cool, wie das einfach alles runterfällt. Mir ist übrigens aufgefallen, wir hatten ja damals vor Ewigkeiten hatten wir mal. Was, oh, Alter, wieso baut das da oben so langsam auf? Lol. Mir ist vor Ewigkeiten ja mal aufgefallen, dass. Was? Nein. Wir hatten vor Ewigkeiten ja mal diese komische Harke gesehen. Mit der würde ich tatsächlich mal wieder unsere Felder ein bisschen bearbeiten oder endlich mal testhalber mal hier dieses komische. Mann, wie viele Sachen. Was ist das denn? Blaubeerkuchen. Hä, haben wir die Dinger schon? Kann sein, dass sie gar neu sind. Blackberries? Was ist das denn? Das sagt mir noch gar nichts. Nö, haben wir gar nicht. Ey, hier gibt es neue Sachen. Ey, hier ist ja unfair. Gut, goldene Karotten haben wir auch keine, aber die können wir machen. Oh, die haben auch gar keine Verwendung. Die kann ich aber nur essen. Okay. Ich schätze mal, hier gibt es neue. Oh. Eggplant haben wir auch nicht. Gut, ich glaube, wir müssen bald mal wieder eine neue Tour machen, mal wieder neue Gebiete gehen, neue Sachen erkunden hier. Ja gut, wir haben auch manche andere Sachen noch gar nicht. So, Orangen zum Beispiel haben wir gar keine. Auch nicht. Und die gibt es schon länger. Wobei ich weiß gar nicht. Orangen? Eben die ist von der Isar Wheel Mod, aber hä? Haben wir hier nicht den Carpet drauf? Wie sagen wir hier Isar Wheel? Jetzt bin ich verwirrt. Der Creative Server basiert doch auf der Carpet Mod und nicht auf der Isar Wheel Mod. Isar Wheel Mod habe ich doch nur auf dem Isar Wheel Server, oder? Ich bin dezent verwirrt. Naja. Gut. Wir wollen, wie gesagt, ich will mal hier diese komische Harke bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die ist. Ach da. Genau. Das Ding, damit hatten wir früher ein bisschen rumgespielt gehabt und wollten aber die nicht wirklich, weil die, keine Ahnung, nicht wirklich funktioniert hat. Aber wir haben jetzt so viel von dem Zeug. Und wie gesagt, ich würde gerne mal wieder die Felder machen. Da fällt es mir ein, dass wir das jetzt immer probieren können. Jetzt haben wir ja hier Milliarden von Blöcken. Das heißt, ich glaube mal kurz ein so Ding. Oh, wir müssen unser Inventar mal leer machen.
Leichter gesagt als getan. Warum haben wir so viel Scheiße? Eieieiei. Kunststoff, Kunststoff. Ist das wieder dunkel draußen? Wo ist denn mein Geld? Was? Oh je, war auch hier. Alter, wir haben mittlerweile richtig viel Geld, ey, wow. So. Kunststoffplatten. Bin mittlerweile echt am Überlegen, ob ich die Sachen nicht einfach. Nee, die ganzen Sachen, die aus Kunststoff basieren. Dass ich die ein Fach weiter runter packe. Weil das wird ja sonst echt einfach too much mittlerweile. Ich meine, gut, da oben sind auch manche Sachen drin, die können wir mittlerweile einfach mal wegwerfen. Zum Beispiel die Dinger hier, ne, die werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. Die hatte ich ja aus Versehen gebaut oder ich wollte damit irgendwas machen, was nicht funktioniert hat. Eins von den beiden Sachen. Die Dinger können wir mittlerweile auch fast wegwerfen. So, die sind einfach extrem Platzfresser. Wo ich nicht weiß, wieder die Kiste wird immer voller und voller. Schwierig, schwierig. Ja, weiß ich nicht. Nicht gut. So, auf jeden Fall, das Zeug packen wir mal rein. So, und jetzt würde ich gerne mal tatsächlich probieren. Danke. Wir brauchen. Die Frage ist, das Werkzeug wird sich ja wahrscheinlich abnutzen. Sollten wir dann gleich mal zwei bauen? Ich packe zumindest hier erstmal ein bisschen was rein. So, da können wir erstmal eine bauen und dann können wir ja, wenn die doch sehr schnell kaputt gehen sollte, können wir nochmal eine zweite oder so probieren. I don't know. Jetzt habe ich schon wieder Geldschein, Alter. Wir müssen mal richtig einkaufen gehen hier. Oh, hier ist auch was drin. Dinge haben wir eigentlich. Oh, ja, krass haben wir mittlerweile auch schon massig. Gut. Die Kiste ist erstmal kein Problem. Bis die voll ist, auch noch ein bisschen. So, das. Ah, nee, das war auf der Seite. So. Dann gehen wir mal tatsächlich mitten in der Nacht raus. Ne, wir gehen erstmal pennen. Was? Einfach mal spielen. Ach ja. Roland! Warum bist du mal on? Keiner kann pennen hier wegen dir. Alles deine Schuld. Oh. Ich sollte mal diese Mod aktivieren, dass wenn man, weiß nicht, ich werde aber eine relativ hohe Zeit einstellen, also wenn überhaupt, würde ich eine relativ hohe Zeit einstellen, dass wenn einer einfach eine Stunde irgendwo rumsteht, er automatisch gekickt wird. Weil ist ja hier schlimm, die ganze Zeit rum, dass er die ganze Zeit on ist. Erstens, na, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein Problem, sonst hätte ich schon Maßnahmen ergriffen, wenn es ein Problem wäre, aber es ist zumindest suboptimal in zweierlei Richtungen. Erstens kann dadurch keiner mehr schlafen gehen, weil er halt die ganze Zeit wach ist und nicht im Bett ist. Und zweite Sache, dadurch, dass bei ihm die ganze Zeit die Anlage läuft und er in seiner Anlage steht, bekommt er ja auch diese ganzen Aktualisierungen mit, dass sich die ganzen Objekte um ihn drumherum bewegen. Das heißt, naja, das Internet ist die ganze Zeit aktiv bei ihm. Also, der Server schickt die ganze Zeit Unmengen an Daten zu ihm. Ist ja schwierig, sag ich mal, schwierig. So, wie war das jetzt hier? To harvest and we plant crops. Ich probiere es einfach mal mit Linksklick. Wo kann sie wenig Schaden anrichten? Ich sag mal hier am. Wir machen als erstes mal hier unsere Felder vorne. Da kann am wenigsten Schaden passieren. Warum wachsen die Dinger hier eigentlich nicht? Manche wachsen, manche nicht. Sehr Respekt. So, Linksklick. Ah.
Wow. Moment. Ah. So viele Körner bekommt, aber normalerweise nicht, ne? Normalerweise, wenn man Sachen abbaut. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel nur einen einzigen Korn bekommen. Das heißt, normalerweise bekommst du halt ein Korn oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt zwei oder drei oder also mehr als eins. Hier hab ich jetzt aber jedes Mal mehr als ein Korn bekommen. Also ich habe ja jedes Mal eins zurückbekommen, aber das Ding wurde auch direkt wieder eingepflanzt. Also effektiv mehr als zwei. Das ist ja. Und die Dinger pflanze ich hier gar nicht mehr ein. Okay. Was ist jetzt mit dem Bein? Warum pflanzen die sich nicht mehr ein? Gut, ich würde mal sagen, wir bauen erstmal unser Feld ab. Okay, diese komische Hake scheint nicht bei jedem Klick zu reagieren. Ja, doch. Vor allem, ich bin gerade verwirrt, weil die Sachen so ein bisschen zur Seite springen. Guck mal. Eigentlich sollten die Sachen noch gar nicht mehr zur Seite springen. Kann sein, dass das direkt von der Hake selber kommt. Ja, guck mal, wenn ich die Sachen einfach abbaue, landen sie einfach in der Mitte vom Feld. Okay, das heißt, zur Seite springen ist von der Hake selber. Und warum kann ich hier nichts mehr einpflanzen? Mal kurz. Ja, der Server lebt noch. Ja, cool. Klar, sonst würde ja auch hier das Pflanzen nicht funktionieren. Aber warum kann ich hier nichts mehr einpflanzen? Da ist doch schon wieder irgendwas in die Arsch. Die müssen doch alle so hier aussehen. Mal kurz, ich mache kurz raus, gehen wir mal rein. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, ne? Ja, nee, ist wirklich direkt so im Server. Sonst wäre es jetzt anders. Hat das die Hake gerade beim Spiel kaputt gemacht? Ja, guck mal hier. Scheißen Dreck. Ah, ja. Oh ja. Yeah. Wow. Interessant. Kam das jetzt vielleicht als neue Stufe hinzu? Dass Sachen, wenn man die einpflanzt, die jetzt so hier aussehen und erst später, also dass das quasi eine weitere Stufe ist, muss man ja sehen. Farming Seed und Farm und jetzt ist Seed Farming und da ist Weed 1. Okay. Ich dachte jetzt, dass das jetzt hier die 1 ist und das jetzt 2 ist oder sowas. Das ist quasi. Ne? Sehr suspekt. Ja, wir machen hier erstmal hier so. Manchmal reagiert die Hacke aber nicht auf so einen Klick, ne? Irgendwie scheint die gerade hier. Da, schon wieder. Reagiert nicht. Oder hängt doch mein Server. Aber hier, der ist alles on point. Scheint also wirklich die Hacke selber zu sein, die nicht auf jeden Klick reagiert. Und sie hat eine ganz schön hohe Abnutzung. Ist ja schon fast halb weg. Das ist so, wie als wenn er einfach manchmal. Also, als wenn die Hake hier. Auf Deutsch würde es ja Sichel bedeuten. Ist ja hier dieses. Ich weiß gar nicht, wie man das Wort auf Englisch ausspricht. Aber das, auf Deutsch ist es halt eine Sichel. Da muss ich manchmal echt zweimal klicken. Weißt du, wenn ich jetzt hier Rapid klicke, dann reagiert sie auch bei jedem Feld. Ist natürlich praktisch, dass wir Sachen nicht mehr einpflanzen müssen. Und vor allen Dingen, wir haben endlich mal eine Verwendung fürs ganze Mithril. Weil, sagen wir mal ehrlich, das Mithril, da haben wir ja nie wirklich was.
Oh, wir bekommen aber hier gar keine Saplings von dem Reis. Ah. Wait. Hä? Man bekommt allgemein keine Saplings. Oh, das war jetzt gerade eine Verzögerung im Server. Aber man bekommt allgemein. Oh, das war falsch. Oder muss man daraus jetzt manuell Seed machen? Oder kann man das direkt selbst wieder einpflanzen? Ah! Ach, guck mal, jetzt wird direkt wieder das Zeug draus, aber hier nicht. Was zur Hölle? Sehr suspekt. Auf meinem Server gehen gerade komische Sachen ab. Und wir haben die Cent Hunger. Erstmal stambuliert. Und die erste schon fast kaputt. Und wir haben gerade mal 36, ne, etwas mehr als 100 Felder auf jeden Fall. Also 150 Felder oder sowas gemacht. Ja, und das war's schon. Ja gut, das heißt, die Dinge halten echt nicht sehr lange durch. Das ist natürlich schade. Ich meine, geht zwar schön schnell, weil wir die Sachen nicht mehr einpflanzen müssen. Ist ja der Hauptgrund für das Ding. Aber guck mal, die Sachen da hinten, die bleiben einfach so. Das ist doch nicht richtig. Was ist denn jetzt hier mit dem Farming kaputt? Hier, die anderen Sachen, die wachsen, die hier wächst auch nichts. Was zur Hölle? Was war das jetzt? Das war jetzt hier, das war normales Weizen. So, Weizen haben wir hier. Das Witzige ist ja, vorhin, als ich, ne? Da, jetzt. Jetzt hat das einmal mit einem alles gemacht. Ja, gut, jetzt habe ich natürlich hier wieder den einen. Kann sein, dass die Farming-Bot ein bisschen kaputt ist. Wieso geht das nicht mehr? Mein Fix funktioniert nicht mehr. Leute, ich will hier nicht die ganze Folge damit verbringen.
geht doch nicht mehr, es funktioniert gar nicht mehr. Aber. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das gesamte Feld umgearbeitet, ohne dass sich was verwirrtelt hat. Kann ich zumindest mal gucken. Ah, ich bekomme ja keine Settings zurück, wenn ich die Dinger einfach so abbaue. Was ist da jetzt gerade los? Da muss ich ja mal nachher direkt mal ins Forum schreiben, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und jetzt so? Gucken wir mal, ob sich bei dem Feld irgendwann mal was ändert oder ob es jetzt für immer so bleibt. Gut, auf jeden Fall heißt das, wir werden mal denn das nächste Feld. Ist ja ganz gut, dass wir jetzt gerade diese komische Sichel gebaut haben. Weil bei der scheint das zu funktionieren. Oder habe ich jetzt gerade mit der Sichel das Spiel kaputt gemacht? Ich könnte höchstens mal den Server neu starten. Ich weiß gerade nur nicht, ob da gerade jemand was macht. Ja, Wallet ist halt die ganze Zeit on, aber ich weiß halt nicht, ob der jetzt gerade AFK ist oder nicht. Können wir teleporten? Ne, können wir nicht. Wir haben kein Teleportrecht. Das hier Bullshit. Gut, dann lassen wir es halt einfach mal so, wie es ist. Und wir machen mal hier oben weiter. Und zwar mit der Sichel. Mit dem großen Vorteil. Dass das erstens zu funktionieren scheint problemlos. Warum haben wir hier eigentlich eine Sonnenblume mit zwischendrin? Das Feld hier sieht sowieso total komisch aus, was hier passiert mit dem Feld. Wollte gerade gucken, ob sich die Sichel auch abnimmt, wenn man da öfters auf einen Platz draufklickt. Aber zum Glück nicht. So. Feld Nummer 1 erfolgreich gedingstert. Also ist auf jeden Fall echt ein Arbeitsersparnis. Wir sind ja auch voll. Ja, wir haben gerade die nächste Sichel komplett abgearbeitet. Also pro Feld gerade mal eine Sichel. Das heißt, wir brauchen für alle Felder 5 oder 6 Sicheln. Das ist natürlich. Das ist natürlich schon teuer. Ja? Ich meine, andererseits, wie gesagt, wir haben massig Mithril und ich weiß auch gerade nicht, wofür wir es sonst verbrauchen könnten, unser Mithril. Von daher, ne? Machen wir hier alles so ein bisschen, mit hier alles ein bisschen. So, so. Beziehungsweise so, so und so. So. Ich weiß nicht immer alles, was ab hier beginnt, ist alles Sachen für hier oben. Na, da wird wohl unser Mithril nicht reichen. Wir haben uns noch ein einziger. Wäre mal echt interessant, für wie lange genau eine Sichel eigentlich hält. Er scheint auf jeden Fall nicht sehr lang zu sein.
So, wir gehen mal kurz nach Hause. Können wir gleich mal bei unserem Feld vorbeigucken, ob sich da irgendwas. Oh, ein Zug. Ah, guck mal, hat. Ah, okay. Es fixt sich also doch irgendwann. Das ist ja interessant. Ist es vielleicht denn doch gewollt? Ich will. Es macht die gerade ein bisschen. Es wirkt nicht richtig, auf jeden Fall. Es wirkt auf jeden Fall nicht richtig. Mitril. Gib mir mal noch einen Block. Oder gib mir gleich mal zwei hier. Zwei sollten reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann baue ich jetzt mal direkt eine neue Sichel. Und fangen damit mal das neue Feld denn an. Und da würde mich mal echt interessieren, wie, ob eine Sichel für ein Feld reicht oder tatsächlich sogar weniger ist. Einfach mal über die Gleise rennen. Ja, moin. Ananas! Oh. Ach ja, siehst du? Wird mir mehr entspannt. Achso, halt erstmal eine neue Sichel bauen. Was? Hallo? Hetzüberschreitung. Ich wechsle mal kurz meinen WLAN-Stick. Mein WLAN-Stick scheint komische Sachen zu machen. Ja, ich habe. So, mal gucken. Verbindung wird hergestellt. Okay. Vielleicht lag es auch daran, dass es fällt. Obwohl alle anderen. Heute irgendwie komischer Tag. Heute ist irgendwie komisch. So, verbinde mit Server, Vollbild. Heute ist irgendwie sehr komisch. So. Bam. Danke. So, da bekommen wir echt eine ganze Ananas. Wow. Okay, das ist heftig, weil man merke ja, wir haben ja damals, normalerweise bei den Ananas war es ja so, vielleicht hat es auch geändert, keine Ahnung, da war es immer so, dass wenn du irgendwie eine ganze Ananas geerntet hast, dann hast du mit einer, also da hast du ja die meiste Zeit immer nur eine einzige Ananas bekommen. Und aus einer Ananas bekommst du ja immer nur einen einzigen Samen, ne? Wenn du das Ding nach oben machst, bekommst du diese komischen Ananas-Scheiben und diesen Ananas-Kopf. Und, ja eben, da hast du halt immer pro geerntete Ananas halt den dementsprechend nur einen Kopf bekommen. Und jetzt bekommst du aber eine ganze Ananas zurück. Oh, und manchmal sogar zwei. Holy shit. Das heißt, Alter. Okay, wahrscheinlich ist das der Sinn und Zweck von der Sichel, dass sie nicht nur schneller ist, sondern man auch viel mehr zurückbekommt. Wir haben jetzt mit einmal 38 Ananas bekommen. Das heißt, wir könnten jetzt mit einmal das Feld verdoppeln. Holy shit. Ja, also, ne, wir haben jetzt ein halbes Feld und die Sichel ist auch halb runter fast. Also kommt ungefähr hin mit einmal ernten, also ein Feld ernten ist eine Sichel. Das ist natürlich heftig. Ja, okay. So ziemlich genau, siehst du, ein Feld ist. Oh. Jetzt ist ein Feld fertig und die Sichel ist auch fast runter. Also haut relativ gut hin. Das heißt, dann brauchen wir für in der Zukunft brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, naja, 6. Hm? Und bei dem hintersten Feld, da haben wir diese komischen Büsche.
Da, also ne, diese Büsche müssen wir zum einen nicht machen und zum anderen haben wir hier bei dem Feld auch diese komischen, dieses Wein und diese Gurken, wo wir hier auch leere Felder zwischen haben. Die wir also auch nicht machen müssen. Kann also durchaus sein, dass. Schwierig. Vor allem, wir haben auch da vorne mal die Felder direkt bei unserem Haus. Müssen wir mal oder durchprobieren, wie viele man wirklich braucht für einmal durcharbeiten. So, kommst du wieder dahin? Aber auf jeden Fall ist es halt eine echte Zeitersparnis. Dass wir die halt nicht mehr einpflanzen müssen. Wir können wirklich einfach überall einmal drüber gehen, müssen nicht mal gucken, wo was ist. Wir können einfach wirklich einmal durchgehen. Das ist schon geil. Ich weiß aber gar nicht, warum wir das denn früher nicht gemacht hatten. Gab es da irgendeinen Grund? Ich meine, gut, was mir jetzt noch einfallen würde als Grund, ist natürlich, früher hatten wir die Felder noch nicht im finalen Stadium. Das heißt, nach jedem alles abernten, wollten wir die Felder auch immer ein bisschen neu anordnen auf die neuen Begebenheiten. Hier wird ja aber alles wieder so eingepflanzt, wie es davor war. Wahrscheinlich ist das ein Problem, ne? Weswegen wir es früher nicht so gemacht hatten. Alter, boah, war echt viel Hunger hier. Echt viel Essen. Und die nächste ist weg. Haben wir endlich mal Verwendung für unser ganzes Mithril. Denn hierbei geht echt schön viel Mithril drauf. Das ist, kann man nicht schönreden. Außer vielleicht mit der Aussage, dass wir massiv Mithril haben. Vielleicht haben wir es auch deswegen früher nicht gemacht, weil damals hatten wir noch nicht so viel Mithril, ne? Mithril ist ja doch eher selten. Deswegen ist es ja auch bei uns ganz rechts bei der Kiste, weil ne, ist ja links ist ja das, was am meisten produziert wird, und rechts ist das, was am wenigsten produziert wird. Oh, wir sind voll. Ja, das heißt also, Mithril ist, wie gesagt, eines der seltensten Materialien. Vor allen Dingen, wo wir es damals immer manuell eingesammelt haben. Also unten in der Höhle. Da war ja auch das Problem, dass Mithril immer nur als einzelne Blöcke vorkommt. Das heißt, auch das Zeug zu suchen ist einfach super nervig. Warum ist hier so. Wie ist das schon wieder durcheinander? Warum ist das hier eine Lücke? Ab noch da mit dir. So. Weiter geht's. Ja, ist schon sehr geil. Okay, das hier ist neu. Das sah doch früher anders aus, die Kaffeebohnen, oder? Okay. Die Dinger kommen mir gerade ein bisschen unbekannt vor. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge geht es mit dem Feldern weiter, ne? Von daher würde ich mal sagen, war das schon mal eine schöne Farming-Folge. Mal wieder, muss ja auch mal sein. Hat ja schon lange nicht mehr gehabt. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dann.